Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battle Kit Fortress of Peril. Im letzten Part war der Sound etwas leise gedreht, deswegen werde ich ihn jetzt ab dieser Stelle lauter machen. Also ist er jetzt ein bisschen lauter. Es braucht nicht so viel, aber ich habe bei dem NES-Emulator immer irgendwie so das Gefühl, wenn ich den Sound zu laut drehe, dann bin ich irgendwie nicht mehr zu hören, weil der Sound nämlich schon bei minimalen Sound-Einstellungen. Wow, das war knapp. So wollte ich das haben. Okay, ich bin gerade zu blöd dafür. Ich weiß nicht mehr, warum das, wie das ging. Musste ich einfach nur laufen? War das der Trick? Wir testen es gleich mal aus. So. Okay. Ja, das war der Trick. So. Irgendwie kommt man da oben rein für eine Secret Area. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie das geht noch gleich. Wow. So. Die 10 Treffer-Goblins. Was habe ich da gerade gemacht? Da. So. Das ist alles bis jetzt. Ach ja, das war der Raum, wo man einfach nur schnell sein soll. So, erstmal den da oben schädigen. 1, 2, 3. Okay, jetzt den erledigen. Da schießen und weg. So, Türen kann ich jetzt aufmachen. Und wir sind wieder im bekannten Ort. Das heißt, auch hier gibt es gleich einen Speicherpunkt für uns. Yay! So. Jetzt, da wir erstmal alles an der Stelle, was wir haben machen können, gemacht haben, geht es zurück. Zurück in heimatliche Gefilde sozusagen. Und um genau zu sein, geht es bis hierhin zurück. Speichern. So. Hier öffnen wir die Tür. Machen nochmal den Sprung. Ich sagte, hier öffnen wir die Tür und machen nochmal den Sprung. Danke. Und jetzt gehen wir hier links lang. Hier sind nämlich eine Türen und die führen uns zu diesem Gebiet. Links geht es noch nicht weiter, man sieht eine Zweiertür. Das heißt, wir müssen also rechts lang ins Wasser hinein. Wir sehen, wir haben eine Atemanzeige. Wir können also nicht unter Wasser, nicht endlos unter Wasser bleiben. Gut, okay, wäre ja auch ein bisschen seltsam, wenn wir das könnten. Oder? So. Aber macht euch keine Sorgen, die Atemanzeige ist sehr, sehr großzügig. 1,5 Minuten unter Wasser zu sein, ist schon eine Herausforderung. Die Atemanzeige ist eigentlich nur für eine Sache gut. Das kriegt man mit, wenn man es später versucht. So. Ja. Du mich auch.
Gut. Und hier hoch. Und... Ach, verdammt. Das war doof von mir. Schön, ich wurde ins Gelb eingeschrieben. Sehr schön. Was auch Passage klappt bisher. Und auf jeden Fall, dass man sich jetzt fragt, warum bin ich eigentlich hier nicht weitergegangen nach rechts? Deswegen. Wow, ich stelle mich gerade an. Ich würde ganz gerne ins nächste Gebiet kommen. Also man merkt, dass ich für die Wasserpassage ein weiteres Item benötige. Welches ich noch nicht besitze. Ach ja, und wer sich fragt, was hier links ist, das. Und nein, ich kann mit dem Highjump immer noch nicht hier hoch. Ich mag die Musik. Die Musik im Battle Kit ist einfach genial. Wenn die Gegner was droppen würden, würde man wahrscheinlich mehr Mentalität haben, sie abzuschießen zu versuchen. So. Ich weiß nicht, warum ich ihn abballere, aber jetzt habe ich es getan. So. Gut, diesmal habe ich es geschafft. Und hier ist ein Speicherpunkt. Und jetzt geht es hier oben weiter. Und zwar nach rechts. Wer sich fragt, was hier links ist, das hier ist bloß der Weg zum Teleporter. Bei dem ich leider noch nicht zurückkomme, weil... So. Eventuell kann sich der ein oder andere jetzt auch schon denken, was das zweite Item sein wird, was wir kriegen. Aufgrund diverser Dinge, die man jetzt schon gesehen hat. Und ja. Ich nehme natürlich nichts vorweg. Ach ja, genau. Hier muss ich mich jetzt hier anstellen. Okay. So, das waren die Tellys. Weg damit. Okay. Hier rechts geht's übrigens zum Endstück. Man merkt, die Tore öffnen sich mit jedem Boss, den ich besiegt habe. Aktuell nur zwei. Hier ist ein Teleporter, ein Speicherpunkt. Da oben ist ein Teleporter, den ich natürlich jetzt nochmal speichern werde. Yay! Und hier rechts geht es zum nächsten Gebiet. Eins meiner Lieblingsgebiete und von vielen das Hassgebiet. Da 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 da. So. Ja, genau. So. Okay. Sehr schön. Warte ich kurz, bis alle nach hinten gucken. Und jetzt schieße ich sie ab. Yay, voll in den Rücken. So. Das ist übrigens der Grund, warum die meisten Leute dieses Gebiet hassen.
ersten Mal habe ich auch ewig hier dran gehangen. Muss ich auch zugeben. Vor allem jeder Raum ist das Timing anders. Und die Passagen natürlich. Und wenn man sich natürlich nicht merkt, wo man stehen kann, ist man ziemlich gearscht. Tut mir leid, dass ich da ein bisschen ruhig bin, aber ich muss mich konzentrieren. So. Damit haben wir die erste Passage davon geschafft. Es kommt aber noch eine weitere. Was das Ganze natürlich nicht gerade sehr viel entspannender macht. Magier wieder ausschalten. Und dann geht's weiter. Ich habe vergessen, dass man die Schnecke erstmal ausschalten muss. Ich voll Idiot. Das war gar nichts. Das war viel zu schnell. Dass diese Stage hier einfach wäre. Das wäre schon fast Blasphemie. So. Ach ja. So, du konntest mich, glaube ich, dann nicht erwischen. So. Ist erledigt, der mich auf jeden Fall immer treffen würde, wenn ich stehen bleibe. Jetzt machen wir noch das Auge kaputt. So. Jo. Ach, ich Vollidiot. Das wäre so schon fast wieder gewesen mit dem Passage. Sonne, Mond und Sterne. Merkt man ja auch überhaupt nicht, dass das hier das Thema ist. Mist. Wieso bin ich gerade so blöd dafür? So, geht doch. Wow, Timmy, es wäre schön, wenn du springen würdest. Ja, man merkt schon, dass das Spiel jetzt an Schwierigkeit zunimmt. Die ganzen leichten Passagen habe ich jetzt hinter mir. Jetzt kommen die schon etwas herausfordernden. Ja, schön machst du das, Magier. Okay, ich werde ihn nicht mehr abschießen. Ich glaube, das war auch nicht nötig, dass man es schafft. Ja, es war nicht nötig. Da.
So. Gut, der wäre auch erledigt. Ja, jetzt habe ich das Auge zu sehr geachtet, anstatt auf den Typen. Oh Gott. Ich hasse diese Passage. Versteht mich nicht falsch. Ich habe ja gesagt, dass es eine meiner Lieblingsstages. Aber das liegt auch daran, dass es diese Stage mich immer wieder fordert. Und wenn ich dann sage, ich hasse es, dann ist es einfach... Weil ich mich ärgere darüber, dass ich sterbe. Nicht etwa, weil ich diese Passage wirklich scheiße finde, sondern einfach bloß, weil ich mich ärgere darüber, so dumm zu failen. So. Wow. Jetzt hätte ich gerade echt eine Kopfnuss verdient. Vor allem, ich habe kaum Fortschritt gemacht in diesem Part. Ich habe nicht mal einen Boss erreicht bisher. Ich meine, der nächste Boss ist noch ein paar Saves entfernt. Also, was heißt ein paar? Wenn ich den Save hier schaffe, dann noch einen weiteren Save und dann ist der nächste Boss. Aber, warum mache ich es noch? Ich habe doch gerade eben erst gesehen, dass es nicht nötig ist. Wirklich. Schön. Ich finde es immer toll, dass man zu schnell sein kann. Da, da, da. So. Jetzt. Jetzt. Warten. Schießen. 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 Stopp. So. Diesmal nicht doof anstellen. Okay. Der ist weg. Sehr schön. So, was kam jetzt? Ach, der Raum. Wow, das war Glück. Das war mehr als Glück. Das war nämlich echt nicht mehr so geplant. So. Aber immerhin geschafft. Ich weiß nicht, ob das einfach nur Glück oder totale Reflexe waren, aber... Jetzt kommt übrigens die zweite Stachelpassage. So. Ich muss ja echt einen Atem anhalten, weil ich nämlich wirklich ziemlich angespannt bin. Sehr schön. Nein, das war zu weit. Fuck. Oh, Mist. Ich hab's nicht im Kopf gehabt, wie weit... Ja, okay. Okay, das war nicht klug. Nochmal. Ich weiß, dass es eine schnelle Methode gab, um durch den Raum zu kommen. So. Puh.
Das war knapp. Sehr schön. Das ist halt immer so ein bisschen, man muss sich halt wirklich merken, wo man hingehen muss. Und das ist nicht immer einfach. Ja, jetzt habe ich gar nicht mehr gemerkt, wo ich hingehen muss. Toll. Sehr schön gemacht, Osuma, sehr schön. Sehr, sehr schön gemacht, Osuma. Ich würde ganz gerne die Passage schaffen. Das ist nämlich die Passage, an der ich am meisten hänge normalerweise. So. Ist echt nicht einfach. Aber ich sag mal, spätestens bei dieser Passage hier merkt man dann, wie man bei die Sprünge machen muss, weil nämlich kleinste Fehler werden hier sehr schnell bestraft. Und das merkt man auch. So, diesmal pass auf. Da links hin, okay. So. Gut, geschafft. Das war zu weit, das war einfach so Reflexsprung. Wenn du schnell sein willst, dann springst du reflexmäßig mehr als du willst. Okay, das ist letzter Versuch jetzt für diese Folge. Wow. Gut. Wie in der letzten Folge, ein dummer Versuch am Ende. Gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.